Hallo, hallo! Das Warten hat ein Ende und ich heiße euch herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Faszination Faszien im Rahmen der großen zwei IFA-Tage, nämlich des Orange IFA Days. Ich hoffe, ihr seid voller Motivation, voller Vorfreude auf das, was euch jetzt erwartet. Bevor wir gleich in die sportliche Schiene einsteigen, ein paar Informationen und Zusatzinformationen rund um diese zwei IFA-Tage. Was erwartet euch? Ihr habt verschiedene Möglichkeiten kostenloser Webinare und Aktionen. Wir haben zwei, drei ganz große Partner mit am Start, nämlich Polar, Blackroll und das Trainer Magazin und natürlich die IFA selbst. Ihr habt verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, rabattiert bis zu 40%, Rabatt auf Ausbildungen, also jetzt lohnt es sich zuzuschlagen. Und wir haben natürlich ein großes Gewinnspiel für euch, sodass auch ihr nicht nur bei Faszination Faszien, sondern auch heute Abend beim IFA Fun Workout auch Fun mitbringen könnt, mittransportieren könnt. Wie geht das Ganze? Ihr dürft während eures Workouts ganz viel Interaktion an den Tag legen. Ihr könnt mit uns chatten. IFA-Kollegen, die hier im Background sind, werden mit euch kommunizieren. Wir natürlich so gut es geht auch, während wir selbst in Aktion sind. Und dann dürft ihr währenddessen Fotos von euch schießen, kleine Videoclips aufnehmen, sie mit Hashtag Faszination Faszien oder IFA Faszination Faszien oder heute Abend Hashtag IFA Fun Workout 2021 verlinken auf Instagram oder Facebook und ganz tolle Preise damit absahnen. Ich hoffe, ihr habt euch das alles jetzt schon gemerkt. Vielleicht ein bisschen was zu unserem heutigen Tag. Faszination Faszien, es dreht sich, wie der Name sagt, alles um das Thema Faszien, Mobility, Stretching, Rebound Elasticity, also Schwünge, federnde, bouncige Bewegungen. Und das verpacken wir alles in einem schönen, fließenden Konzept. Wir haben verschiedenes Equipment am Start, aber es sei gesagt, dass ihr auch alles ohne Equipment von zu Hause aus oder wo ihr gerade seid, durchführen könnt. Wir sind hier gesponsert von Blackroll, somit haben wir auch Blackroll Equipment mit dabei, verschiedene Rollen, Bänder, die wir euch hier auch demonstrieren. Heute Abend dann das Ganze nochmal von Polar, weil heute Abend als kleine Vormerkung, und ihr seid ja heute Abend auch alle mit dabei, wollen wir so richtig Gas geben und unsere Herzfrequenz einmal ein bisschen im Auge behalten. Also sucht euch jetzt bitte alles zusammen, was ihr an Faszien-Equipment zu Hause habt, Bänder, Bälle, Rollen, vielleicht kommt das ein oder andere jetzt in den Einsatz. Und ich werde natürlich diese Veranstaltung nicht alleine bestreiten. Ich habe drei ganz tolle Kollegen mit dabei und die möchte ich euch an der Stelle einmal vorstellen. Wir haben die Tasja Walter für Faszien-Yoga, ist auch in dem Bereich als Referentin unterwegs aus dem Vinyasa-Team. Dann haben wir Annette Alvaredo. Juhu, Annette ist da für Faszination Faszien, also unser tatsächlicher Faszien-Workshop im Rahmen der IFA. Und der Hahn im Korb heute, Matthias Naujoks, mein Kollege zu meiner Rechten für den Bereich Core 3D, aber auch heute mehr im Bereich Faszien und Mobility. So, ihr dürft euch schon mal gerne auf eurer Matte positionieren. Ich werde gleich den Anfang schaffen. Mein Name ist Franziska Piel, zuständig für den Bereich Functional Training und Mobility. Und während ihr euch einrichtet, haben wir noch eine kleine Überraschung, mit der keiner rechnet, vor allem nicht das Team, was hier hinter der Kamera ist. Denn wir haben heute jemanden hier, der sich immer um IFA Prime kümmert, praktisch Rede und Antwort steht. Und der hat dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum, ist seit 5 Jahren bei der IFA dabei. Und wir haben im Namen der IFA ein kleines Geschenk. Marcel Kuhn, komm doch einmal bitte nach vorne. Damit hat er nicht gerechnet. Du darfst dir das leckere etwas abholen. So, und jetzt verschwindet er auch schon wieder hinter die Kamera, denn er fungiert heute als Kameramann. So, Interaktion, damit haben wir schon mal ganz gut begonnen. Also so läuft das heute ab. Ihr dürft mit uns reden, wir reden miteinander. Und jetzt heißt es Faszination Faszien, let's go. Musik an. Musik haben wir heute von Wow Music, ganz tolle, frische Musik. Und wir starten jetzt. Wir stellen uns einmal hüftbreit hin. Belasten unsere Füße gleichermaßen auf dem Fußballen und auf der Ferse. Die Knie sind leicht gebeugt. Ich beginne mit einer Ganzkörpermobilisierung. Wir rollen unsere Schultern nach hinten. Nach so viel Input am Anfang gilt es jetzt erst einmal hier anzukommen und in das Workout gemeinsam zu starten.
Fühl dich jetzt von mir persönlich angesprochen. So können wir noch besser interagieren und miteinander kommunizieren. Zieh deine Schultern weit nach oben, nach hinten. Und wenn du möchtest, schließe für einen kurzen Moment die Augen. Sei einmal kurz für dich alleine. Atme tief ein und aus. Gut, lass deine Schultern sinken, zieh sie leicht nach hinten. Atme über die Seite ein und aus. Mach dich groß. Ein und aus. Kontrolliere deinen Körper heute Morgen so wenig wie möglich. Du darfst einfach loslassen. Das ein oder andere Mal durchschwingen, entspannen und gleichzeitig deinen Körper mobilisieren. Lass deine Arme nochmal fallen, zieh deine Schultern nach oben, nach hinten, nach unten. Atme ein, atme aus, sinke dabei in die Knie. Nochmal über die Seite, ein und aus. Gut, tief ein und aus. Zwei mehr. Ich hoffe, du bist ein bisschen mehr angekommen. Fasse deine Hände unten, zieh deine Finger zu dir nach oben. Atme aus, drück deine Arme nach vorne. Schieb dich hoch, zieh dich in die Länge und sinke tief. Nochmal. Ein und aus. Einatmen und aus seitlich tief. Schau mal, wir atmen. Ein, ziehen uns faszial in unsere Spirallinie nach oben und wieder aus. Atme ein, neue Kraft. Schieb dich diagonal in die andere Richtung. Zieh dich in die Länge nach oben und aus. Erste Seite. Runde deinen Rücken, verstecke deinen Kopf zwischen deinen Armen. Durch die Nase. Ein, zweite Seite in die Diagonale. Jetzt darfst du dich schon ein bisschen größer bewegen. Zieh dich nach oben. Weit nach vorne. Erste Seite. Streck dich in die Länge und mit einem großen Bogen nach unten aus. In die Länge. Wenn du möchtest, atme mal tief durch den Mund aus. Achtung, atme ein, erste Seite. Wenn du dich in die Länge ziehst, komm auf deine Zehenspitzen, spreize deine Finger und atme aus. Zieh dich nach oben, komm auf die Zehenspitzen und aus. Letztes Mal links und rechts. In deine linke Seite. Auf deine Zehenspitzen. Oberarme an den Ohren. Und der letzte ist der beste. Zieh dich nach oben. In die Diagonale. Nach oben. Und tief. Atme über die Seite ein. Nimm deine Arme vor den Körper und roll dich ganz langsam nach unten. Lass deine Arme hängen, lass deinen Kopf für einen Moment los, deine Schultern und dein Nacken sind locker und du darfst hier gerne einmal deine Beine durchbeugen, wieder strecken. Lass uns gemeinsam ein bisschen Länge gewinnen in deiner Beinrückseite. Durch die Rundung des Rückens triffst du die ganze Superficial Backline. Beginne immer wieder ein Knie zu beugen. Und nochmal der Check deinen Nacken betreffend. Hängt dein Kopf locker zwischen deinen Armen? Oder ist dein Nacken immer noch hier angespannt? Sehr schön. Genieße noch einen Augenblick hier diese Position. Dann halte beide Beine gestreckt und roll dich langsam wieder nach oben auf. Gut. Als kleine Aktivierung sind wir hier schon durch. Wir beginnen mit ein bisschen Mobilisation in isolierterer Form. Dafür verschränkst du deine Finger, nimmst deine Handflächen hinter deinen Kopf und ziehst die Ellbogen auseinander. Beuge deine Knie leicht und jetzt drehst du deine Arme um deinen linken Kopf herum, um deinen linken Kopf, um deine linke Seite.
wir haben mehrere Köpfe, wieder hinter den Kopf, öffne die Ellbogen und komm zur anderen Seite. Wir beginnen erstmal langsam, öffnen, Ellbogen spreizen und du führst deine Hände zur diagonal gegenüberliegenden Hüfte. Nach hinten, nach unten. Atme ein, streck deinen Brustkorb und roll dich ein bisschen nach vorne ein, wenn deine Arme vor den Körper wandern. Und das darfst du jetzt einmal weitermachen, beziehungsweise meine lieben Kollegen machen weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Superband zu Hause hast oder ein Stretchband, vielleicht von Blackroll, darfst du dir das nehmen, die Arme auseinanderziehen und genau die gleiche Bewegung mit einem Superband machen. Hier hast du einfach ein bisschen mehr Intensität und tief. Der führende Arm ist immer der Arm, der sich beugt. Wir wollen unsere Brust, unsere Schultern mobilisieren. Und nach ein paar Wiederholungen kannst du dich im Oberkörper komplett öffnen, die Rotation ein bisschen mit in den Einsatz nehmen. Nutzt du ein Band, dann bring ein bisschen Spannung auf das Band. Stell dir vor, du richtest dein Brustbein nach oben zur Decke auf. Hast du kein Equipment, dann machst du natürlich wie meine Kollegen hier weiter ohne Equipment. Auch ich lege es ab. Hast du ein Band, dann mach einfach mit dem Band weiter. Bringe immer wieder deine Handflächen hinter deinen Kopf. Halte deine Ellbogen weit geöffnet. Zweimal mehr. Jede Seite noch einmal. Und ein letztes Mal. Atme wieder über die Seite ein. Und aus. Nimm dein Kinn auf die Brust und roll dich nach unten ab. Hier waren wir eben schon einmal. Nun setze deine Hände vor deinen Füßen auf der Matte auf. Steige mit einem beliebigen Bein nach hinten. Und wir treffen uns im Vierfüßlerstand. Erstmal für unsere Position. Platziere deine Hände senkrecht unter deinen Schultern. Deine Finger sind gespreizt, Knie etwa hüftbreit geöffnet. Lege deine Füße ab. Wir widmen uns zunächst unseren Handgelenken. Setze dich langsam auf deine Fersen und dabei hältst du deine Wirbelsäule so aufrecht wie möglich, so lang gestreckt wie möglich. Schieb dich wieder nach oben. Setz dich zurück. Schieb dich nach oben. Bisschen Flexion, Extension für unsere Handgelenke. Zugegeben, das ist noch einfach. Okay, wir drehen die Finger lediglich nach außen. Setz dich nach hinten, nach vorne. Gut, nach hinten. Das ist die erste Challenge für den Donnerstagmorgen, auch wenn sich das noch nicht nach Challenge anfühlt. Letztes Mal. Jetzt drehst du deine Finger nach innen. Setz dich zurück. Und die Frage ist, hebt jetzt schon deine Hand Außenkante vom Boden ab oder hältst du sie noch immer fest auf deiner Matte? Gut. Sehr schön. Letztes Mal. Achtung. Wir drehen die Finger über außen zu uns heran. Strecken zunächst die Ellbogen bestmöglich durch, schieben uns wieder nach hinten und nach vorne. Wir haben hier unter anderem die brandneuen Blackroll-Matten. Das Schöne an denen, die sind so ein bisschen sticky, ne? Da bleiben die Handflächen ein bisschen mehr kleben, ihr Schummler. Die ist echt top, muss ich sagen. Ich bin schwerst begeistert. Letztes Mal. Dass meine Handgelenke da gerade ein bisschen schwächeln. Wir drehen wieder nach vorne. Und ich sagte ja, Challenge accepted. Wir legen einmal die Hände auf den Handrücken. Denn das ist eine Position, die wir oft vergessen im Rahmen der Handgelenksmobilisation. Die Daumen legen wir ebenfalls auf der Matte ab und jetzt schieben wir uns wieder aktiv nach hinten. Geht wahrscheinlich nicht mehr so weit wie noch eben. Ich schaue mal hier in meine Runde. Ja, unser Hahn im Korb, der tut sich sichtlich ein bisschen schwerer. Hahn. Noch zwei. Ich denke, der ein oder andere unter euch fühlt mit Matthias mit. Schreibt bitte in den Chat, wenn es euch genauso geht wie mir. Und wir lösen. Okay, setzen die Hände auf, setzen uns einmal kurz auf den Fersen ab, verschränken unsere Finger und lösen einmal die Handgelenke. Das war der angenehme Teil von meiner Seite. Lasst uns ein bisschen intensiver in die Mobilisation gehen.
Wir kommen wieder in den Vierfüßlerstand. Wir beginnen mit der linken Hand. Wir führen den Arm nach vorne. Und erstmal wieder Ellbogen Richtung Oberschenkel. Vor, nach unten. Gut. So, du darfst dich hier in die Bewegung reinfinden. Einmal in deinen eigenen Körper spüren, ob deine Wirbelsäule lang bleibt. Mein Wunsch an dich ist, deine Hüfte so stabil wie möglich zu halten. Lass einmal nur deine Schulter bewegen. Zweimal mehr. Nacken bleibt dieses Mal lang, auch wenn es schöner ist, wenn wir uns anschauen. Jetzt schiebst du deinen Arm nach vorne, kreist ihn über deine Körperachse nach hinten Richtung Steißbein. Haust dir einmal selbst auf den Po. Kommst mit deiner Hand wieder nach oben. Arm Richtung Decke und jetzt schiebst du deinen Arm unter dem Standarm durch. Schulter schwebt über der Matte. Dann richte dich wieder auf in die Rotation. Und setz deine Hand am Boden ab. Linker Arm, nur mal nach vorne. Dein rechter Arm, ne? Rechts vor. Ellbogen Richtung Oberschenkel. Erst einmal wieder die Fixierung des Beckens und der Wirbelsäule. Spreize deine Finger, der Daumen leitet die Bewegung an. Gut. Natürlich werden wir gleich beide Seiten miteinander verbinden. So, letztes Mal hier in isolierter Form. Wir werden komplexer. Führe den Halbkreis aus. Nach hinten, Richtung Steißbein. Hol den Arm wieder nach vorne, streck dich Richtung Decke. Halte hier. Tauch nun unten durch. Annette möchte schneller arbeiten. Rotiere wieder auf. Und setz die Hand ab. Wechsel, fließend. Halbkreis, Richtung Steißbein. Ich gebe ein bisschen Gas für meine Kollegen. Richtung Decke. Unter dem Körper durch. Aufrotieren. Achtung, absetzen, einmal mit dem Po auf die Fersen. Wir kommen nach oben. Rechte Hand vor, Richtung Steißbein. Gut, Hand Richtung Decke. Schieb den Arm unter dem Standarm durch. Rotiere auf. Setze die Hand ab. Schieb dich mit langer Wirbelsäule auf deine Fersen. Und wieder nach oben. Erste Seite. Öffnen, Halbkreis. Ohne dein Becken mit zu rotieren. Versuche einmal. Zieh den Arm unter deinem Körper durch. Hier merkst du, du kommst gar nicht so weit. Wieder aufrotieren. Absetzen. Nach hinten schieben. Fixiere noch einmal dein Becken. Ein bisschen mehr als zuvor. Rechter Arm. Zum Steißbein. Stell dir vor, du trägst ein Tablett voller Champagnergläser auf deinem Steißbein. Und das möchtest du sicher nicht verschütten. Jede Seite noch einmal. Linker Arm nach vorne. Steißbein. Ja, ich sehe, der ein oder andere dreht immer noch das Becken auf. Quatsch. Matthias fragt mich gerade, meine ich dich? Ja. Rechter Arm nach vorne. Ich wurde ertappt, aber ich kann glücklicherweise mein Mikrofon anschalten, wann immer ich es möchte. Schieb den Arm unter dem Standarm durch. Rotiere auf. Blick noch einmal Richtung Decke. Hand absetzen. Steißbein Richtung Fersen. Und wir lösen. Deine Hände kommen weit nach vorne an dein Mattenende und setz dich einmal ganz weit zurück. Du musst nicht zwingend deinen Po auf den Fersen absetzen. Du darfst ruhig einmal hier in der Mitte schweben und deinen Brustkorb dafür mehr Richtung Matte drücken. Und um in der Dynamik zu bleiben, gibst du hier kleine pulsive Bewegungen rein. Auf und ab. Ziehst deine Frontalfaszie mehr und mehr in die Länge. Öffnest Brust, Schulter noch einmal vollständig gestreckt. Und dann richtest du dich auf. Und wir haben einen Positionswechsel vor uns. Über die Seite, komm einmal mit den Beinen zu uns nach vorne. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid so ein bisschen warm geworden. Wir stellen die Füße auf. Gut. Legen die Hände hinter uns. Und wir öffnen unsere Beine etwa mattenbreit. Das ist schön, dass wir jetzt unsere Beine in die Kamera öffnen, aber nimm es uns nicht persönlich, falls wir das gerade tun. Wir lassen die Knie nach rechts fallen, nach links. So sympathisch, ne? Knie wieder nach rechts und nach links. Pendel einfach ein bisschen von Seite zu Seite. Du merkst vielleicht, die Innenrotation der Hüfte ist heute Morgen noch etwas eingeschränkt.
Gut. Versuche dabei, die Füße so wenig wie möglich zu versetzen. Wir wollen hierauf gleich aufbauen. Gut. Wir machen mal einen kleinen Versuch. Bring deine Beine zur rechten Seite. Lass die Knie zum Boden sinken. Und drücke deine linke Hüfte bewusst tief. Krabbel nun mit deinen Händen an deinen Körper ran, um deinen Oberkörper aufzurichten. Und rotiere Richtung deinem hinteren Bein. Also richte dich frontal zu uns in die Kamera aus. Gut. Wir bleiben hier, lösen die Arme und rotieren weg von den Knien in unsere linke Seite. Kommen wieder in die Mitte zurück. Rotiere noch einmal in die linke Seite rein. Alle guten Dinge sind drei. Rotiere in die Seite. Setz nun deinen rechten Arm hinter deinen Körper. Zieh den linken Arm in die Diagonale nach oben, ohne dein Becken zu lösen. Löse hier noch einmal auf, rotiere in deine linke Seite. Setze deine rechte Hand wieder hinter deinen Körper und jetzt darfst du. Hol dich aus der Hüfte hier raus, geh in eine leichte Überstreckung, spann deinen Bogen auf, um alle Faszienketten hier mit einzubinden. Sinke auf deinen Po zurück und wir kommen in die Mitte. Stell deine Füße auf die Fußsohlen, klappe die Knie zur linken Seite und richte dich erst einmal wieder auf. Spüre in deine hintere Hüfte, in deine rechte Hüfte. Da ist vielleicht noch ein bisschen was im Argen. Drücke die Hüfte in den Boden rein. Wenn das hier nicht anders geht, bleibst du mit den Händen hinten abgesetzt. Sonst bring deine Arme, deine Unterarme zusammen und rotiere nach rechts. Schau mal, wie elegant Annette hier aufgerichtet ist. Die Pilates- und Yoga-Fraktion. So, rotiere noch einmal nach rechts. Dann setze deine linke Hand hinter deinem Körper ab. Bring deinen rechten Arm erstmal nur nach oben. Zieh deine Fingerspitzen weit hinter dir, über den Kopf. Und löse auf. Rotiere noch einmal nach rechts. Rotiere nach links, setze ab und hol dich aus deiner Hüfte raus. Schieb dein Becken nach oben. Überstreck dich in die Eleganz. Der ein oder andere, siehe Matthias, zittert am ganzen Körper. Manchmal ist auch Mobility etwas anstrengend. Wir rotieren wieder nach rechts. Also wir hatten nicht besprochen, dass heute irgendwie alles noch auf mich abgesehen ist. Linke Hand hinter den Körper. Komm in die Streckung. Der rechte Arm zieht über den Körper drüber und setze dich ab. Das war nur das Vorspiel. Wir kommen mit den Fußsohlen wieder zurück auf die Matte. Bringe deine rechte Hand hinter deinen Körper. Deine Fingerspitzen zeigen von dir weg, auch wenn du das vielleicht jetzt gerade nicht gut siehst. Deine linke Hand bewegt sich zwischen deinen Beinen nach unten. Und jetzt schiebst du dich nach oben raus, hebst dein Becken ab. Dein Arm wandert senkrecht nach oben und zieh den Arm, wenn möglich, noch ein bisschen hinter dich. Super. Sinke wieder auf die Matte zurück. Lass deine Knie nach rechts fallen. Löse deine Arme und rotiere deinen Oberkörper nach links. Rechte Hand setzt hinter deinem Körper auf. Hebe dein Becken, komm in die Überstreckung. Wir verbinden. Wieder auf deinen Po zurück. Bringe deine Knie nach oben. Linke Hand hinter deinen Körper. Rechte Hand zwischen deine Knie. Schieb dich nach oben. Wenn du möchtest, in die Überstreckung noch ein bisschen raus. Rotiere deine Schultern, öffne deine Brust. Sinke wieder tief. Lass deine Knie nach links sinken. Dein Oberkörper rotiert nach rechts. Linke Hand hinter deinen Rücken und bring dich nach oben. In eine Überstreckung. Und komm wieder zum Boden zurück. Füße senkrecht. Achtung, rechte Hand nach hinten. Ein bisschen fließender, okay? Ready? Here we go. Komm. Nach oben. Nach unten. Rotiere. Links. Zurück. Linke Hand hinter den Körper. Rechts hoch. In die Überstreckung. Knie nach links, Oberkörper nach rechts. Super. Erste Seite. Rechte Hand hinter den Körper. Auf. Knie nach rechts, Oberkörper nach links. Go. Schöner Flow, ja?
bisschen Koordination. Hoch. Kleiner Tipp, deine Knie fallen immer in die Bewegung, in die Richtung deines hinteren Armes. Komm. Rechts, streck dich. Knie fallen nach rechts, Oberkörper nach links. Hopp. Gut. Super. Linke Hand hinter den Körper. Gerne auch hier in die Überstreckung. Super. Öffne deine Hüfte. Rotiere. Gut. Rechte Hand hinter dem Körper. Knie nach rechts. So, und jetzt schau, dass dein hinteres Knie möglichst inzwischen den Boden erreicht. Linke Hand hinter den Körper. Spreize deine Finger. Knie nach links. Oberkörper nach rechts. Gut, noch einmal. Rechte Hand hinter den Körper. Knie nach rechts. Bring dein linkes Bein zum Boden. Komm, Hüftmobilität ist jetzt da. Zweite Seite. Fallen lassen. Und sinke tief. Gut. Hände hinter deinen Körper. Nur nochmal die Beine von links nach rechts. Wieder zum einfachen Teil zurück. Wir haben viel für die Hüfte jetzt schon gemacht. Eine Kleinigkeit haben wir noch als schönen Übergang zurück in den Stand. Wir kommen mehr und mehr in die Dynamik, mehr und mehr in die Aktivität. Bring deine Beine zurück in die Mitte. Falte deine Beine und komm über den Schneidersitz oder über die gekreuzten Beine mit dem rechten Fuß in die Matte. Der rechte Fuß wandert etwas nach außen. Nimm deine Hand auf dein rechtes Knie und schieb dein Knie weit nach vorne. Löse auf. Schieb dein Knie vor. Zurück, vor, zurück. Achte dabei auf dein Sprunggelenk. Zum Beispiel in der Ausbildung Functional Trainer oder Personal Trainer achten wir immer wieder drauf, was macht der Körper in der Bewegung, wie sieht die Bewegungsanalyse aus, bewegt sich dein Sprunggelenk in der Achse oder neigen wir zu einer Pronation oder Supination. Wenn das der Fall ist, brauchen wir auf jeden Fall einen großen Teil an Mobilität, Mobility Training. Vielleicht auch etwas zum Unterlagern. Stopp. Bring dein rechtes Knie nach hinten, linkes Knie nach vorne. Linke Hand auf das Knie. Schieb dich vor, zurück, vor, zurück. Bitte niemals mit der flachen Hand auf das gestreckte Gelenk drücken. Wir nutzen hier das Gewicht des Oberkörpers eher, um das Knie weiter nach vorne zu schieben. Knee Driver. Wir verbessern die Dorsalflexion des Sprunggelenks. Super. Schaffen wir noch viermal? Also mir wird langsam warm, ich hoffe euch auch. Wenn ich so zu meiner Rechten schaue. Ach, euch jetzt auch endlich? Er tropft schon, vielleicht geht es dem einen oder anderen unter euch auch so. Mobility kann anstrengend sein, vor allem wenn Mobilität nicht so richtig da ist, ja? Wir bringen das Knie in die Beugung. Lösen das hintere Knie vom Boden. Achtung! Ich verabschiede mich ganz langsam von euch. Wir bringen das hintere Bein nach vorne. Öffnen gegebenenfalls über die Matte drüber und hocken uns einmal tief. Tiefer Squat. Hier sieht man die Yogis, die können das ganz hervorragend. Nicht so wie wir Functional-Leute, ne? Wir bringen die Hände um die Sprunggelenke rum und drücken mit den Ellbogen die Knie weit auseinander. Richten den Oberkörper so gut wie möglich auf. Achtung! Wir bringen den Po Richtung Decke nach oben, lassen den Oberkörper fallen. Setzen uns wieder tief, richten den Oberkörper auf. Atmen ein und ausatmen, fallen nach vorne. Nochmal einatmen, tief hocken, Wirbelsäule in die Länge ziehen. Lächeln, nach unten. Schaut mal, das geht hervorragend mit den Mundwinkeln. Wenn wir uns tief hocken, ziehen automatisch die Mundwinkel nach oben. Und auflösen. Wir setzen uns noch einmal tief, bleiben hier, drücken den rechten Ellbogen gegen das rechte Knie, atmen ein, lösen die linke Hand Richtung Decke auf, lassen sie wieder fallen. Nochmal die Seite. Einatmen, strecken, lösen, alle guten Dinge sind drei. Nach oben. Wir wechseln ganz fließend elegant die Seite. Rechte Hand hoch, sinken. Das ist eine super Vorbereitung, wenn wir in unserem Training auch mal squatten oder lunchen wollen. Viel mit der Hüfte machen. Letztes Mal Hände zum Boden. Der Po kommt in die Luft. Und wir rollen uns langsam nach oben auf.
schütteln einmal die Beine aus, schwingen gerne mal die Arme ein bisschen durch. Mit mir seid ihr sozusagen schon durch und weil ich ihn so gedisst habe zwischendurch, darf ich auch an meinen hervorragenden Kollegen Matthias übergeben.